Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe euch ja gestern angedroht, ich will so ein bisschen was mit Luft machen. Also Luftangriffe sollen hier heute dominieren und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Natürlich nicht hier die Büsche abbauen oder so, oder dass es mal so ein bisschen zuckt. Oder auch den einen Kuchen da, denn ich habe ja gestern über den Kuchen so eine kleine Folge gemacht, sondern wir wollen heute ein bisschen Luftangriffe üben. Erst wollte ich die Folge irgendwie so Queen Charge Lalo nennen oder so, aber na, ich teste heute mal zwei oder drei verschiedene Versionen. Ich würde sagen, erstmal zwei, also so ein Classic Queen Charge Lalo. Wie er mir genau gelingt, weiß ich noch nicht. Und ich wollte es aber erstmal im offenen Spiel machen, bevor ich mich dann an den Clankriegsangriff ranwage. Ich hatte mir heute schon den ganzen Tag die 5 markiert und die sieht noch so ein bisschen krüppelig aus, so will ich es mal sagen, so mit den 4 Feldern. Also so eine Art Box-Base, also 1, 2, 3, 4 Boxes, wenn man mal das Rathaus mitnimmt. Und die Bases sind sehr, sehr ähnlich. Der Adler steht ein bisschen tief für meine Zwecke, aber mal sehen, ob wir da nicht noch irgendwo rankommen, um dann den Lalo-Part hier zu spielen. Ich kann mir vorstellen, dass ich von hier oben über den King mit meiner Queen reingehe. Ich habe dann zwar unten den Royal Champion und auch hier unten die Queen, aber ich habe in meinem Luftballon oder auch in meinem Zeppelin Drachen drin, die dann die Helden hier in der Mitte machen sollen. Ein bisschen stören mich gerade die beiden Feger, aber mal sehen, wie wir hier vorgehen können. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich hier oben irgendwo rein in die Base und bis zum Adler hier unten hinkommen ist sicherlich, oh, knackig will ich nicht sagen. Die Scattershots sind außer Reichweite meiner Queen. Und der Rest dürfte nicht so ultra viel Schaden machen. Ich muss mal gucken, wo ich den King dann so ein bisschen zum Funneln einsetze. Vermutlich hier hinten, dass der hier unten die Flanke runtergeht. Da setze ich vielleicht schon mal einen Drachen, beziehungsweise keinen Drachen, sondern ich setze da vielleicht irgendwas anderes. Aber ich habe erstmal einen Go, nee, einen Queen Charge Lalo am Start. Ihr seht das, mit einem Lava-Hund, keinem weiteren Lava-Hund. Ich möchte natürlich ziemlich viel von der Base wegbekommen. Das ist so eine Angriffstaktik, muss ich sagen, die liegen mir überhaupt nicht. Und deswegen, ja, spielen wir die mal, müssen wir die ein bisschen üben. Wir haben 4 Frost dabei, wir haben 3 Allzauber, nicht Allzauber, Wutzauber dabei. Wir haben einen Unsichtbarkeitszauber und auch nur einen Allzauber, ein Giftzauber für eventuell eine Clanburg. Und das, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon so eine ähnliche Base hier. Ist es aber noch nicht. Wir wollen natürlich auch einen Gegner haben. Aber die sah schon ganz, ganz ähnlich aus, ne? Wir wollen aber schon einen Gegner haben, der so ein bisschen zu uns auch passt und auch so ein bisschen zu unserer Truppe passt. Ja, mal sehen. Ich hab noch was Zweites gleich im Petto. Eine andere Armee, auch Luft. Da machen wir was mit den Drachenreitern. Habe ich auch nur zu Anfang genutzt, die Drachenreiter. Und oh, der hat natürlich schicken Loot hier für uns. Da ist es aber mal gar nicht mal so einfach, bis zum Adler zu kommen. Aber ich habe natürlich auch ein paar. Mal gucken, 1, 2, 3 Mauer-Departments. 3 Mauer-Compartments. Das wird schwierig. Aber wir probieren es mal. Wir probieren es mal, wie wir da das so mit so einer Armee machen können hier. Aha, okay. Ja, danke schön. Gleich eine Luftmine erwischt. Perfekt. Gleich eine Luftmine erwischt. Alles klar, dann muss der Magier hier regeln. Und aber mein erster Mauerbrecher kann hier natürlich super reinbrechen. Für die Queen hier. Wir nehmen mal einen Loon mit rein. Mal sehen, ob wir hier nicht noch irgendwas auslösen können. Da haben wir schon mal die Tesla. Okay. Dann können wir hier sicherlich etwas machen. Die Queen auch noch nicht zünden. Noch nicht zünden. Ja, okay. Soweit dazu. Naja, okay. Dann nehmen wir einen Royal Champion. Dann nehmen wir den Royal Champion dabei. Mal sehen, ob der etwas reißen kann. Und wir nehmen den King auch mal mit zu. Der kann sicherlich auch noch ein bisschen was dazu beitragen. Aber die Heiler sind erstmal auf dem Royal Champion. Mal sehen, ob die den heilen können. Eieieiei, okay. Oh, die können ihn auch nicht so richtig heilen. Alles klar. Den muss ich gleich schon zünden, Leute. Ja, den muss ich gleich schon zünden und muss vielleicht auch meine beiden, ja, die von da, okay.
Naja, okay. Nicht ganz, alles nicht ganz so einfach. Stelle ich gerade mal so fest. Und den muss ich aber auf Luft hier reinbringen. Den Hund mit dazu. Und dann nehmen wir die erstmal in die Unsichtbarkeit. Wir haben hier noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Speed, ne? Wir haben noch ein bisschen Speed und haben hier auch noch so ein bisschen Eil. Oh, die gehen jetzt aber hart außen rum und die, oh, die folgen dem da. Alles klar. Die folgen dem da. Ja. Kleiner Chaosangriff. Ich gelobe Besserung, Mädels. Der war mal nichts. Okay. Der war mal nichts. Also so eine richtig schöne Nullnummer. 48%. Okay. Adler ist aber down. Ah, Klabuk hat er da auch noch gehabt. Okay. Ja. Ich könnte jetzt überlegen, lasse ich das jetzt so stehen? Oder lasse ich das nicht so stehen? Ich glaube, ich lasse das mal so stehen. Ich nehme das mal einfach mit auf, Leute. Ist egal. Ist egal, ich wollte heute zumindest das hier mit euch machen und deswegen machen wir das auch. Also quick guiden wir die einfach mal nochmal und können mal schauen hier. Der Dirk, ah, können wir ruhig machen, das ist die Nummer 4. Der 4er ist ein 13er. Mal sehen, ob der den Dirk hier down bekommt. Ist ein Live-Angriff jetzt. Ich habe es einfach mal mit reingenommen, denn wir wollen ja noch ein bisschen Luft üben. Ah, da kann ich eigentlich auch schon gleich den Thorsten hier auf dem Handy laden. Ich hoffe, den habe ich auf dem Handy zum Spenden gleich. Ja, der erste war natürlich wirklich, wirklich mau. Woran hat es gelegen? Ja. Queen nicht am Leben gehalten. Die Queen muss natürlich überleben bei so einer Angriffsstrategie. Queen Charge Lalo, also alles andere ist dann Essig. Ich habe jetzt eben den Royal Champion rausgespielt. Das war Verzweiflung. Anders kann man es ja nicht nennen, aber der Kollege hier kommt ganz gut. Mit seiner Truppe hier auch nicht wirklich gut in die Base rein. Da ist nicht viel. Aber seine Queen schafft ganz gut was. Der Royal Champion da auch. Quellenfalle, also Tornadofalle. In der Mitte. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass der Lavahund jetzt erst losgegangen ist, der schafft vielleicht noch ein paar Truppen, also die Welpen. Der Royal Champion wurde gezündet. Viel an Defensive steht da nicht mehr. Die Queen geht nicht down, weil auf der Queen sind noch zwei Heiler drauf. Okay. Oh, das sieht gut aus für den Gegner. Das könnten drei werden. 4 gegen 7. Okay, im unteren Bereich haben wir sehr, sehr gut verteidigt. Im oberen Bereich sieht es im Moment ein bisschen mauer aus. Und der Gegner versucht hier jetzt mit den 13er, 14ern, unsere 12er, 13er irgendwie noch down zu bekommen. Denn die oberen haben hier leider schon. Nee, nicht leider. Sie haben hier schon versagt. Aber wir letztendlich, ja, wir haben noch reichlich Angriffe, so will ich es mal benennen. Und ist nicht ganz einfach gegen die French Connection 2 hier zu bestehen. Die holen sich auch aus ihrer French Connection dann die Truppen. Das habe ich heute mal so im Laufe des Tages mitbekommen. Das werden leider 3 Sterne führen, Gegner. Also Dirk 2 ist jetzt auch geschlagen. 45 Sekunden noch Zeit. 44, 43, 0. Okay. Sei dem Gegner gegönnt, aber von unten nach oben hin sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Chief August, Maddie, Donnerbengel, die können das immer noch schaffen hier. Da der Dreier da oben, das ist ein 14er, hat seine beiden Angriffe noch offen. Spartacus ist raus, der holt sich aber sicherlich Truppen. Aber ihr seht, die unteren haben ziemlich versiegt oder versagt. Was ich allerdings nicht machen wollte, ich wollte jetzt erstmal Truppen anfordern. Ich nehme wieder das hier. Man könnte natürlich etwas anderes nehmen. Ich gucke jetzt mal gerade, welches Dorf ich hier lade auf dem Handy. Das hört sich aber ganz nach dem Thorsten an. Ja, das ist der Thorsten. Okay. Ich nehme eben mal den Thorsten in die Pflicht. Und dann spende ich auch dem Sexpistol eben. So, dann ist das auch weg. Aber die anderen kann ich jetzt im Moment nicht bedienen. Baba Hüs 8 und 7, hab Schub drin, okay. Oh, 1 Stunde 16, auch nur noch Zeit. Hier ja, muss ich mich ein bisschen ranhalten, dass ich hier auch meine Angriffe mit dem Thorsten hier noch schaffe, sehe ich gerade. Okay.
Ui, die muss ich immer begrüßen. Mädels, alles cool bei euch? Ja. Der Seelenarzt hier bekommt. Ah, Seelenarzt ist hier. Außerhalb der CWL sehe ich gerade. Okay, außerhalb der CWL. Der hilft uns eigentlich immer nur in der CWL. Okay, aber ich habe gesehen, der Glati hat sich eben, oder der boostet im Moment die Dinger hier, die Supermagier, aber na, ich weiß nicht, ob die so ein bisschen überholt sind. Denn viele nutzen die nicht mehr. Aber ihr seht, was ich hier jetzt gleich nutzen werde für euch, nämlich sechs Schweinegleiter. Nee, Gleiter heißt nicht Schweinegleiter. Nein, Schweinegleiter heißen die gar nicht. Warte, warte, warte. Da sind sie. Drachenreiter, okay, Drachenreiter, Schweinereiter. Ist ja aus dem Nachtdorf, ist ja aus dem Nachtdorf. Okay, kurzer Cut und dann sind wir wieder da. Na toll, meine Musik wurde mal wieder nicht gespeichert, aber ich rendere euch dann, beziehungsweise ich schneide euch dann einfach ein bisschen Mucke rein und wir gehen wieder in die Suche. Wir haben eine andere Armee am Start, das habt ihr gesehen. Oh, 10k Dunkles. Okay, ich brauche das Dunkle nicht so überwirklich hier, aber wir können es trotzdem ganz gut gebrauchen. Und wir gehen bei der Queen, glaube ich, rein. Ich gucke mal. Das ist ja jetzt eher so ein bisschen so oder na, wie soll man das sagen? Wie soll man das eigentlich sagen, was das ist? Das ist gar nicht mal so einfach. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist gar nicht mal so einfach, wie man das nennt. Ich muss den King unten schon mal laufen lassen, dass die Queen hier, die gegnerische Queen, wegschafft. Wir schaffen hier jetzt keinen Adler, kein gar nichts. Brauchen wir aber auch gar nicht. Die Queen ist jetzt schon gezündet. Mal sehen, ob wir mit dem Royal Champion noch ein bisschen was rauskriegen. Ja, Luftabwehr und sonstiges bekommen wir hier noch raus. Wir nehmen hier die Loons vorweg. Unsere Drachen hier rein. Es sind nur noch vier Stück. Sechs von denen. Der steht nach oben perfekt. Und wir nehmen den hier mal geradeaus rein hier in die Meute. Und na, warum habe ich eigentlich den Unsichtbarkeitszauber dabei? Okay, darum habe ich den Unsichtbarkeitszauber dabei. Einmal die Wortenzündung. Oh, die war hier unten. Aber das Rathaus könnte denn auch fallen. Ja, das Rathaus fällt. Hier unten müssen wir echt extremst gerade mal friesen. Wirklich extremst friesen. Da und da nochmal. Und wo können wir hier noch ein bisschen was reinballern? Nur noch hier außen. Okay, wir kriegen den Adler nicht. Ah doch, wir kriegen den Adler. Okay, wir kriegen den Adler hier. Alles klar. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Trotzdem wären es keine 3 Sterne, aber nicht schlecht, obwohl das nicht mehr so gut war jetzt. Ihr hört vielleicht von unten von meinem Handy her, dass sich da was verändert. Und ich habe jetzt eben nochmal meinen Renderer umgestellt und ich wusste nicht mehr, auf was ich ihn stelle. Das ist ziemlich doof. Ich wusste nicht mehr, auf was ich den stelle. Ich hoffe, die Qualität passt noch zur anderen Qualität. Und ihr hört jetzt auch Mucke. Ah, oh, das sind doch noch ein paar Drachen am Start. 1, 2, 3, aber jetzt sind es nur 2. Der Scatter ist immer noch in Range. Der eine Drache geht jetzt aber dahin. Da müsste der Drache doch nicht mehr in Range sein jetzt, oder? Ist er immer noch? Das gibt's doch gar nicht. Macht den weg. Ach, oh, schafft er nicht. Wie knapp. Okay. Egal. Oh, das war aber echt irre knapp, oder? Das war echt mal irre knapp. Okay, können wir aber nochmal nehmen. Und ich würde sagen, wir machen unseren Clankriegsangriff, egal wie er wird. Oh, nochmal einer. Oh, der Baba. Okay, Baba Hüs. Auf die Nummer 8. Alles live heute hier. Ich habe jetzt eben schon 10 Minuten aufgenommen. Wird eine ultralange Folge für euch. Heute auf dem Dienstag, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Denke ich mal. Okay, mal sehen, wie er die Ringbase hier packt. Ja, so ein bisschen Halbring-Base. Die packt man eigentlich ganz gut, wenn man unten den Adler rausbekommt. Aber er hatte die Truppe jetzt fertig und hat eine Base gesucht. Hier, die 7 war nicht so gut für seine Wahl, denn Multi-Infernos. Und hier sind aber auch, ah nee, hier sind 2 Single-Infernos. Okay, das könnte ein bisschen besser laufen für ihn. Und dementsprechend gucken wir mal, ob ihr da in die Base reinbrechen kann. Hat einen Heilzauber noch dabei und einen Sprungzauber noch dabei. Okay. Hat die Karre in der Mitte. Was haben wir da drin? Walküren sehe ich da gerade. Na, da gehen jetzt ein paar Truppen rechts und ein paar Truppen links rum. Und
Dementsprechend, ja, sieht das aber sehr, sehr gut aus. Oh, das wären 3 Sterne, Leute. Das wären 3, aber ich probiere gleich in jedem Fall mein Gola Loon aus. Egal, was da kommt. Er muss halt nur besser werden. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Da ist noch der Eisgolem am Tanken. Da ist noch der World Champion, an die Queen ist noch am Start. Und die latschen zwar außen sehr, sehr gemächlich rum, aber da sind wir mal ehrlich, da ist jetzt nur noch eine Verteidigungseinheit außer der Minenwerfer hier unten auf der Flanke. 1 Minute 26. King noch zündbar. Queen noch zündbar. Das sollten 3 Sterne werden. Also sind wir wieder ein bisschen auf der Höhe. Mal sehen, ob ich jetzt gleich was dazu beitragen kann. Und morgen gibt es auf jeden Fall wieder mal ein Video mit Facecam. Sehe ich jetzt gerade, dass sie auch mich schon wieder so anleuchtet. Und dann machen wir in jedem Fall mal wieder ein bisschen was damit. Ein wenig ausgeleuchtet, aber dies wären erstmal 3 Sterne. Und ich bin jetzt schon ein bisschen nervös auf meine 3 Sterne oder 1 Stern oder 0 Sterne. Also ich hoffe nicht, dass nochmal 0 Sterne werden. So wie eben im Trainingsangriff. Das wäre ein bisschen blöde. Und dementsprechend. Sauber, müssen wir eben tippen hier. Sauber, so hat er gut gemacht. Aber wir nehmen uns trotzdem erstmal die 5. Wir nehmen uns trotzdem jetzt erstmal die 5, fordern nochmal an. Genau das Pack hier. Denn das kann ich mir ganz gut mit dem Toti hier spenden. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und noch ein Drachen. Und ich würde sagen, wir machen dann den Angriff gleich. 3 Minuten noch. Eieieiei, ob das funktioniert? Oh, ich weiß noch nicht, Leute. Ich weiß noch nicht, Leute. Das zweite sah ja gar nicht mal schlecht aus jetzt eben, ne? Mit den Drachenreitern. Das zweite sah nicht so schlecht aus. 1 Stunde, 2 Minuten. Da muss ich mich ein bisschen sputen. Mit dem Toto. Der muss auch noch ran hier. Oben haben wir aber noch ein bisschen was offen. Thorsten noch 2 Angriffe, Glati ein, Avatar jetzt noch 2, okay. Barber hat noch einen, ich mache jetzt gleich mit dem AFA erstmal auf 5 und danach gucke ich mal, ob wir den 7er nicht auch irgendwo hin, nicht dahin raffen, je nachdem, ob der Barber den nimmt oder ich. Der Gegner kann immer noch ein bisschen was reißen. Ich bin mal ganz, ganz gespannt, lass mal eben reggen und dann machen wir gleich unseren Clankriegsangriff. Okay, meine Lieben, ich habe die Musik einfach mal laufen lassen. Und ja, wir nehmen mal die 5 jetzt hier in Angriff. Mal sehen, wie es wird. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber es wird. Irgendwas wird da. Ihr wisst, irgendwas mache ich ja immer. Irgendwas mache ich ja immer. Entweder richtig oder verkehrt, ist auch ganz egal. Und ja, das machen wir mal so. Da haben wir hier hinten auf jeden Fall keine Fallen. Dann können wir den hier setzen. Können hier nochmal einen Loon setzen oder vielleicht auch noch ein Magier damit bei. Gucken wir mal, dass das da weggeht. Wir haben 4 von den Mauerbrechern am Start. Okay. Und auch so einen kleinen Ernie hier. Der müsste uns helfen. Jawohl, der hilft uns auch. Perfekt. Das sieht noch ganz gut aus. Der geht weg. Na, eigentlich müsste die Queen ja jetzt so ein bisschen da reingehen, oder? Okay, sie geht da auch rein. Unser nächster Mauerbrecher. Läuft natürlich nicht da, wo wir hinwollen. Ich gucke mal, wo die Mauerbrecher alle so hinwollen. Die wollen noch nicht ganz so, wie wir wollen, aber die machen da nichts mehr auf. Okay, hier unten machen sie noch was auf. Das ist nicht schlimm. Wir kriegen die Clanburg jetzt gleich. Müssen wir mal gucken. Oh, ich habe 2 Gift am Start. Scheiße. Ich habe 2 Gift am Start, Leute. Das geht gar nicht. Okay. Und habe jetzt auch vor allen Dingen schon so viel verballert. So viel an Wut. Jetzt kommt nämlich die Clanburg raus. Mal sehen, ob wir die nicht irgendwie ohne Gift schaffen. Gucken wir mal. Mal sehen. Ah doch, mit einem Gift schaffen wir die. Okay. Das passt. Dann nehmen wir den Royal Champion hier. Den brauchen wir gleich nicht noch mal dabei. Mal gucken, wo die Queen jetzt lang läuft. Okay, die latscht da lang. Alles klar. Alles klar, dann müssen wir hier den King schicken. Sorry, wir müssen hier doch irgendwie so ein bisschen den King schicken gerade. Und vielleicht auch den Royal Champion mit dabei. Hier unten der Multi. Da geht's jetzt bei. Und dann schicken wir hier mal so ein paar Loons rein. Wir nehmen unser Luftschiff hier mit und unseren nein, nicht die Queen. Okay. So, wir nehmen hier die Feger. Wir nehmen hier.
Ihn hier. Wir nehmen da das. Perfekt, das sieht noch ganz gut aus. Rathaus ist gefallen. Na komm. Oh nein. Rathaus fällt wieder nicht. Ich könnte kotzen. Doch, Rathaus fällt. Okay, Rathaus fällt doch noch. Alles klar. Aber ich denke mal, der Rest ist ein bisschen mau. Wir haben noch zwei Drachen. Die müssten jetzt die Luftabwehren da schaffen. Packen die aber nicht wirklich da. Oh, da macht der Scattershot wieder alles kaputt. Okay, ich habe alles gegeben. Naja, alles gegeben, nichts erreicht. Das sah aber gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ein bisschen hastig noch mit den Loons. Ist verbesserungswürdig. Könnte ich mit Toto eigentlich wiederholen, den Angriff? Muss ich mal schauen, ob wir da nicht voneinander kommen. Okay. Zwei Sterne, war aber noch nichts drauf. Es steht 22-17, 22-19. Okay. Mit dem Toto habe ich gleich auch noch zwei. Oh, mal gucken. Aber wir bauen die nochmal nach und ich denke mal, wir üben da demnächst oder die nächsten Tage mit. Also auch morgen, würde ich sagen, im Livestream, dass wir das da vielleicht mal so ein bisschen hinbekommen, mal so ein bisschen ruhiger die Loons setzen etc. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen von meinen Probeangriffen hier. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, am Mittwoch wieder. Ja, ich wollte für Mittwoch auch eine Aufnahme machen. Da mal was ganz, ganz Neues. Mal ganz so erste Mal. Lasst euch einfach überraschen und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.